Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, weil ich jetzt kurz vor den 8000 Abonnenten bin, dachte ich mir, ich mache mal mit Facecam. Weil es hat noch einen besonderen Anlass, weil ich bin in diesem Video heute nicht alleine. Ich habe noch einen Special Guest dabei und es ist Kamikaze Ente, also alias TS Gaming. Ich bin gerade noch am Bodensee, wie ihr unschwer im Hintergrund erkennen könnt. Auf jeden Fall, es geht jetzt Richtung Leverkusen, Richtung Köln, auf die Gamescom. Ja, auf jeden Fall, ich nutze das Ganze auch noch für ein FAQ-Video, weil das habe ich bisher noch nie gemacht. Und in meinem Livestream wäre ich so bombardiert von irgendwelchen Fragen. Und dann dachte ich mir einfach, jetzt mache ich auch noch ein FAQ-Video, wo ihr unter dieses Video schreiben könnt, so die ganzen Fragen, wo ihr, wahrscheinlich ein bisschen abhängt. Die ganzen Fragen an mich, so, wo ihr halt immer stellen möchtet. Ja. Als allererstes gebe ich euch einen kleinen Tipp. Schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da steht alles drin, wie ich zum Beispiel auf der PSN heiße, wie mein Social Club oder wie die Social Club Crew heißt, wie man da beitreten kann, wie man mit mir zocken kann, Facebook Crew. Alles ist unten in der Videobeschreibung. Das heißt, die meisten Fragen, wo ich jeden Tag höre, ich denke mal, die erübrigen sich da, wenn ihr einfach mal in die Videobeschreibung unten reinschaut. Und ich nehme auch jeden an. Also jeder kann mit mir zocken, jederzeit. App abhängen. Fragen, wo ihr... Alles klar, ihr wisst Bescheid. Und er stellt einfach meine Fragen, so nicht so normale Fragen. Also ich stehe kurz vor meinen 8000 Abos. Vielleicht habe ich die 8000 schon geknackt, während ihr das Video seht. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Falls ich es noch nicht geknackt habe, könnt ihr mir gerne dabei helfen. Mich bei euren Freunden zu empfehlen oder sonst was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich muss jetzt langsam auf die Autobahn. Ich bin eh schon viel zu spät dran. Und dann sehen wir uns nachher bei Kamikaze Ente. Also ich bin jetzt beim TS irgendwo angekommen. Boah, ich bin richtig Vollgas am Arsch. Okay, schwarzes Bild, man sieht nichts. Jetzt rufe ich den mal an und frag mal, wo der ist, weil ich habe keine Ahnung, wo der wohnt. Auf jeden Fall bin ich übelst am Arsch, auf jeden Fall, das kann ich euch garantieren. So, moin Jungs, da bin ich wieder. Also ich nehme ja auch gerade noch auf und ich habe jetzt meinen Selfie-Stick nicht dabei. Aber wir sind jetzt auf der Gamescom angekommen am Eingang und es... Also laut Kamikaze, dem Insider von der Gamescom, der hat gemeint, dass hier übelst viel los ist. Man sieht ihn auch im Hintergrund wieder mit seiner Red Bull. Hier, nimm Cappy. Wasser mit, schön, ja? Digga, Wasser abgestaubt, Mann. Ich zeige euch mal ein paar Outfits, die wir alle selber auch machen. Der eine ist vom BFG, dann der andere, der hat CEO-Outfit-Glitch gemacht. Alles klar, Digga. I play 6 years Wargaming here in the future. Konsolen, well, you play not best game, YouTuber. I'm also playing, do you play ESL or competitive gaming? You compete? Yes. Joke. Yes. Also jede Menge Arbeit in Red Bull als Gegner an der Hand, was im sogenannten Versus Mode bis zum Zentrum. Der Entwickler gegen unseren ersten mutigen Herrn, nämlich die Kamikaze Ente. Und das ist der Gamer-Name.
Und es geht los. 3, 2, 1, Smoke on für beide Piloten. Und jetzt schauen wir mal, was schaut sich hier gegen unseren Spielentwickler, Senior Producer Jarek Treiber, durchzusetzen. Noch scheint es gar nicht ganz der Hälfte in der Hand zu haben. Also Pilot 4 hier führend, das ist der Herr hier drüben. Und unser Spielentwickler noch auf Platz 2. Aber wer Jarek kennt, der weiß, der schlägt zum Schluss zu. Der erste Pylon-Hit. Das ist eine Strafsekunde für den Entwickler. Somit die Kamikaze-Ente immer noch in Führung. Unser Mann, der auf den Namen Kamikaze-Ente hört, ist immer noch vorne. Gegen unser Spielentwickler. Vielleicht ein Pilot der Zukunft. Er hat da noch Strafsekunden gesammelt. Wir warten aufs Ergebnis. Und ich habe einen neuen Outfit-Glitch für euch am Start. Und zwar, wenn ihr genau diesen Glitch nachmachen wollt, Digga, was ist denn hier los hier? Wow. Dann müsst ihr mal bei Amazing Mods vorbeischauen. Ja, Mann! Heute, wie ihr eine Mütze und Krone gleichzeitig aufziehen könnt. Ja, ihr müsst nicht bewegen, weil wir müssen es schneiden. Scheiße! So! Nein? Nein. Ja, ich schneide das schon noch nicht mit Sachen. Achso, ja, das ist doch der Drohne, Mützen, alles gleichzeitig Glitch. Wir könnten nachher noch ein zerrissenes T-Shirt. Wir könnten nachher noch ein zerrissenes T-Shirt-Glitch machen. Aber dazu tue ich jetzt mein T-Shirt nicht zur Verfügung stellen. Was? So, wir hatten jetzt gerade eben unseren. Nein. Jetzt nach hier oder nach da? Zu mir. Ja, geht's noch. So, wir kommen gerade von der Gamescom zurück, also die Ente und ich, also für die Leute, die die Ente immer schauen, also die Kamikaze-Ente, alias TS, den Hintergrund seht ihr ja, der ist ja legendär bei seinen Entencafés und da dachte ich mir, ich hocke mich einfach hin, weil es einfach die geilste Location ist, um irgendwie so Vlogs zu machen, weil ich das einfach übertrieben feier von ihm. Und wir waren gerade bis jetzt auf der Gamescom und der Tag ist eigentlich jetzt schon fast vorbei, der Tag ging wirklich übelst schnell vorbei und die Eindrücke habe ich euch ja schon übermittelt oder gezeigt. Und deswegen verabschiede ich mich mal so langsam von dem Video. Vielleicht kommt noch vielleicht irgendwas Kleines noch dazwischen, ich weiß noch nicht. Aber jetzt geht es langsam auf die Heimfahrt, wieder zurück am Bodensee. Und es war auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Und dann möchte ich mich mal hier an der Stelle verabschieden. Dann kann ich Katze enden. Dö-dö-dö. Dö-dö-dö. Nein, oh nein, da schneidest du raus. Ciao! Das ist gut.